Zum Reitsport bin ich gekommen eigentlich schon kurz nach der Geburt. Meine Eltern hatten immer Pferde, haben den Betrieb früher von Landwirtschaft dann auf Pferde umgerüstet und ja, eigentlich immer schon auf dem Pferd gesessen, bei Papa vorne drauf auf dem Pferd. Mein Name ist Jens Hoffrogge. Wir haben in Dorsten einen Pferdebetrieb, auf dem wir junge Pferde ausbilden für den Sport, vermehrt Springen und Vielseitigkeit bis zur internationalen Klasse. Viel Ausbildung junger Reiter auch betreiben, ein bisschen Zucht, also von allem etwas. Pferde sind definitiv mein Leben, schon seit klein an. Meine Eltern haben damals sehr darauf gepocht, dass ich erstmal eine andere Ausbildung mache. Da habe ich Industriekaufmann gelernt. Das war ihnen sehr wichtig, dass wenn mal irgendwas passiert, man eine Grundbasis hat. Habe ich damals nicht ganz verstanden, warum ich das machen sollte. Jetzt im Nachhinein mit Betriebsführung und sowas habe ich ein kleines BWL-Studium im Endeffekt sogar noch nachgeschoben, damit es wirklich für das Management eines so großen Betriebes wie wir ihn hier haben, sehr förderlich ist. Am Hobbypferd bzw. Reiten begeistert mich sehr, dass die Pferde jeden Tag neu sind und jeden Tag muss man sich aufs Pferd wieder einstellen und in gewisser Weise, glaube ich, erziehen sie den Menschen auch. Was ich immer sehr stark wirklich mit den PMs verbinde, sind so Veranstaltungen wie Equitana oder so Veranstaltungen wie DKB-Bundeschampionat, wo einfach wirklich Tage sind, die deutlich für die Leute unterstützt werden. Mit den PMs verbinde ich zum Beispiel auch noch, dass meine Eltern jetzt im Sommer auf eine Reise fahren, wo sie einfach komplett einmal Richtung Polen, Litauen, Lettland fahren. Das ist eine neu konstruierte Reise. Solche Erlebnisse sind natürlich mit Sicherheit schon Erlebnisse, wo man sonst nicht unbedingt hinkommen würde. Und das finde ich einfach sehr interessant, dass sowas organisiert wird und möglich gemacht wird. Das Hobby Pferd könnte ich nicht komplett aufgeben. Vielleicht könnte man in gewisser Weise das Reiten aufgeben, wenn es aus irgendwelchen körperlichen Sachen nicht mehr möglich wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich nicht mehr als Trainer oder Hilfe für irgendwie jemanden anderen fungieren könnte und nicht mehr zu dem Lebewesen Pferd könnte.